steht der Innenminister Uwe Schünemann und wir zwei haben uns jetzt natürlich das allerbeste Wetter ausgesucht, um die letzte Strecke mit ihm zusammen zu absolvieren. Ich habe gehört, einige hatten Rückenwind, das waren die Hildesheimer. Gegenwind. Andere haben es andersrum gehabt, wie auch immer. Sie sind alle heile angekommen und das freut mich natürlich ganz besonders. Wir haben zwei tolle Tage vor uns und ich habe mich belehren lassen, am Freitag regnet es immer. Also bleiben wir alle locker und cool und ich denke, Sie bleiben ein wenig in der Stadt und werden mit uns diesen tollen 29. Tag der Niedersachsen begehen können. Ganz herzlichen Dank an die Organisatoren dieser wunderbaren Radsternfahrt. Sie ist traditionell die Eröffnung des 29. Tages der Niedersachsen und ich freue mich darauf, jetzt mit Ihnen zusammen diesen Tag zu eröffnen und eine kurze Strecke mit Ihnen zusammen zu fahren. Der Dank geht natürlich Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin Lippmann, dass Sie mit einem großen Team von ganz kreativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Ehrenamtlichen dieses Landesfest so perfekt auf die Beine gestellt haben. Es ist ein Fest der Superlative. 250 Zelte, 20 Kilometer Kabel, 8000 Teilnehmer aus ganz Niedersachsen, die das Programm gestalten. Das ist etwas, was man mit Superlative umschreiben kann. Und ich wünsche Ihnen einfach heute und morgen wunderbare Begegnungen. Nehmen Sie sich vor allem Zeit für die spontanen Begegnungen. Wenn Sie einer Trachtengruppe begegnen, die dann für Sie in der Gruppe etwas spontan aufführen, vorführen und sich daran erfreuen und Sie damit erfreuen. Man erlebt bei Tagen der Niedersachsen fröhlich feiernde Menschen und das ist vielleicht der größte Dank für die geleistete Arbeit der Organisatoren, dass Sie diese Fröhlichkeit hier spüren aus den verschiedenen Teilen unseres Landes. Ich denke, besser als mit dem Tag der Niedersachsen könnten wir dieses Jahr, dieses Jubiläum gar nicht begehen. Ich danke dem Land Niedersachsen dafür, dass wir den Zuschlag bekommen haben, dieses Fest ausrichten zu dürfen. Und ich kann Ihnen, sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrter Innenminister, versichern, dass wir heute und morgen alles daran setzen werden, das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben, zu rechtfertigen. Lassen Sie uns gemeinsam feiern. Freuen wir uns auf einen Tag der Niedersachsen, den wir, und das ist meine Hoffnung, so schnell nicht vergessen werden. Dankeschön. Danke, Frau Susanne Lippmann.